So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Shadow Dragon. In dieser Folge beenden wir jetzt als erstes mal hier noch voll dieses Kapitel, in dem ich suche, wo Martin verschwunden ist. Ach, da ist er ja. Na gut, da muss ich eh noch die Runde voll warten. Und dann kann ich auch gleich eigentlich noch hier mal kurz Etra heilen für Erfahrungspunkte. So. Magiefähigkeiten, Glück und Resistenz. Oh, sehr gut. Auf der Karte ist auch sonst nichts mehr. Ja gut, dann beende ich mal den Zug hier. Ach ja, Wolf da unten heilt sie noch ein bisschen. Kann ich noch jemanden heilen? Also gut. Wolf da unten jetzt nicht mehr. Ja, hier, ich kann auch Zedka, wo kommt der her? Egal. Kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. War das auch einer von da unten? Egal, den heile ich auch noch schnell. So. Und dann gehen wir zum nächsten Kapitel. Endlich mal ein richtiger König mit Krone. Prinz Mart, ihr konntet zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintreffen, seid unseres Dankes versichert. Prinzessin Nina von Akenia ist auf dem Weg von der Festung hierher. Sie wird euch sicher treffen wollen. Die Schlacht ist jedoch noch nicht gewonnen. Viele Feinde verbleiben im Inneren des Schlosses. Bleibt auf der Hut. Und dann kann ich mal hier speichern. Oh, Kapitel 6 Fire Emblem. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Hallen von Aurelis. Nachdem Armenons Hauptstreitmacht zerschlagen hatte, führte Marth seine Armee in das Schloss, um das Königreich zu befreien. Eine Vielzahl von Schätzen ruhte in Schloss Aurelis Ecken und Winkeln. Aber wie sollte er sie an sich bringen, bevor sie in feindliche Hände fielen? Nur Diebe können solche Truhen öffnen, grummelte einer von Marths Männern. Aber wir haben keinen Dieb unter uns. Oder? Also auffälliger geht's ja wohl kaum. Jetzt gucke ich mir mal hier als erstes um. Also auf jeden Fall muss Julian mit. Da. So, welchen von diesen ganzen unnötigen Rittern schmeiße ich raus? Den hier. Und den hier brauche ich eigentlich auch nicht. Dann behalte ich Wolf als Reiter mit einem Bogen. Dann kommt auf jeden Fall Julian dazu. Wendel will ich weiter trainieren. Einen kann ich noch mitnehmen. Wen nehme ich da noch? Doch noch mit. Soll ich Hadel noch mitnehmen? Ach, ich nehme Jagen noch mit. Einfach welche tollen Namen. So. Gucke ich mich allerdings erstmal noch kurz. Jetzt gucke ich erstmal noch kurz nach den Klassen wechseln. Weil ich wissen will, ob Wendel hier eine fortgeschrittene Klasse schon ist. Ja, müsste er sein. Und er könnte sogar Schwertmeister werden. Ja, ist definitiv schon fortgeschrittene Klasse hier. So, die habe ich die alle dabei? Ne, Quatsch. Für den kann ich alle die Klasse wechseln. Außer bei Julian, weil ich den jetzt brauche. Hier, geht dann. Ja, gut. Okay, dann gucke ich mal auf die Karte, was für Gegner mich hier so erwarten. Oh, ich glaube, ich kann Dieb rekrutieren. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. Okay, hier oben steht. Steht hier, ja, in Ruhe. Oh Gott, ich muss mal kurz die Karte aufrufen. Okay, hier unten steht definitiv schon mal so der Hauptanführer. Dann gucke ich mal kurz da durch. Was ist denn? Ach, ein Allzweckschlüssel. Oh, interessant. Merus. Ansonsten Lanzenschwerter. Noch ein Allzweckschlüssel. Oh, da muss ich aufpassen, dass der ja nichts vorher mehr aufmacht. Kommt dann die Truhe da hoch.
nicht Ruhe hier. Naja, was soll's. Die werde ich wohl nicht rechtzeitig noch offen bekommen. Achso, halt mal, jetzt habe ich ja erst vergessen, hier durchzuwechseln wieder. Also gehe ich nochmal nach da unten. So, Lanzen und Schwerter. Und Heiler. Bögen. Mit magischem Angriff. Okay, Äxte habe ich hier überhaupt keine. Also sind wohl Schwerter noch am nutzlosesten hier. Oh, Julia schicke ich definitiv mal vor. Er darf gleich mal hier aufschließen. Moment, wobei, ich habe Petrak hier mit einem Türschlüssel. Nein, wer hatte den Türschlüssel? Ah, hier, Wendel hatte den Türschlüssel. Moment, Kort als dunkler Magier brauche ich hier eigentlich. Kann ich den hier gebrauchen? Naja, ich habe hier schon so ein paar mit hoher Verteidigung und geringer Resistenz. Ja, ich kann ja mal beibehalten jetzt so. So, ansonsten habe ich hier einen mit Stahlschwert, der es nicht verwenden kann. Stahlschwert hat dann demnach Schwertlevel C. Moment, kann ich das mir hier irgendwo anzeigen lassen im Inventar? Stahlschwert hat eine Idee. Anlegen wäre schon Waffenlevel D beim Schwert. Hier habe ich sogar C. Ah, da hat schon ein Stahlschwert, aber Silberschwert. Was hat denn da Silberschwert B? Ah, ja. Okay. Was brauche ich? C, D. Was war's? Es war D, okay. Also, Ogma hat auf jeden Fall schon ein Stahlschwert. Schwertlevel B. Ja. Hoppla. Tausch. Ja, Tausch mit. Erde das? Ja, Elbe. So, Julian hat ein Schwert Level E. Gibt's eigentlich noch jemanden, den ich nicht mitnehmen will? Ja, ich glaube, Bülent werde ich auch nicht mitnehmen. Wobei? Ja, doch. Der hat nur Level 1. Halt, Vorrat. Die Stahllanze in Vorrat. So. Noch jemand, den ich nicht mitnehmen will? Und den hier noch am ehesten hatte, soll er auch nur Level 2 hat. Seedrück hat nur Level 1. Also Seedrück nehme ich auch nicht mit. Dafür habe ich hier Wolf. Wolf, da. Der hat schon Level 3. Und Mathis auch. So, wenn ich dann jetzt nochmal die Gruppenliste angucke, habe ich jetzt aus Versehen einem was abgenommen, der. Moment mal, kann ich noch das Silberschwert abnehmen? Das braucht im Moment auch nicht. Vorrat, eben. Das Silberschwert. Ja, das Silberschwert. Nein, jetzt. Nimm den Scheiß wieder. So. Moment, dann rutscht da noch das Eisenschwert aus. So. So, die haben alle, was sie brauchen. Ja, gut. Fort halt. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Ich guck mal kurz, ob ich jetzt noch im Arsenal Stahlwaffen kaufen kann. Wo ist er? Julian da. Nein, immer noch nicht. Vielleicht kann ich dann noch von jemandem eine Stahlwaffe rübertauschen. Und zwar hätte ich gern, dass das er behält. Oh Moment, die Ida kann ich mal noch aus dem Vorrat die Stahllanze geben, die da noch so rum.
Oder gebe ich sie lieber Etrag? Ich glaube, ich gebe die lieber. Zwei Etrag, zwei Eisenlanzen. Egal, ich glaube, ich gebe dir lieber noch die Stahllanze. Ja. So. Das sieht soweit gut aus, den brauche ich allerdings in diesem Kapitel eher auch weniger mit seinem Schwert. Was nehme ich auf jeden Fall mit? Dort dann auch ein Wendel. Wolf natürlich. Habe ich noch einen Stahlbogen? Vorrat hier. Nehmen. Ja, ich habe noch einen Stahlbogen, sehr gut. Ich habe auch noch einen Hammer, den immer noch keiner verwenden kann mit Axt Level C. Oder hat mittlerweile eine Axt Level C? Wer hat überhaupt eine Axt hier? Eine Idee. Wenig Axtkämpfer mittlerweile. C hier. Was hat Axt Level C? Na gut, den habe ich schon aussortiert. Okay, dann gucke ich mir nochmal die Karte an. Da, die Karte. Wen schicke ich noch wohin? Rollen kommt auf jeden Fall weiter nach vorne. Ah, hier ist das Arsenal. So, dahin wo Lena jetzt ist. Lena kommt dafür an Botsstelle. Oder sogar an Baststelle. Oder sogar an Obmaststelle. Kommt ja im Moment eh noch keiner hin. So, ich würde gerne Mark noch weiter in die Richtung hier bringen, um mit Wigner zu sprechen. Aber gut. Geht halt gerade nicht. So, hier habe ich ansonsten. Achso, wie sagt denn deine Silberlanze überhaupt? Die nehme ich hier natürlich noch weg. Wendel, hier. Der braucht natürlich keine Silberlanze. Kann die noch jemand nehmen dafür? Die müsste auf Level B haben. Lanze D, 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 C. Betrag hat C. Schibida hat D. Hat die, links. Ich spiele mal kurz das Heilmittel ab. Um zu gucken, ja, die hat tatsächlich Level B. Dann nehme ich das Heilmittel wieder mit. Gut. Kann ich es dann auf der Karte sonst schon irgendwie umstellen? Ida brauche ich nicht so weit vorne, da stelle ich Bast hin. Hinten sieht es ganz gut aus. Wo steht Etrag? Da steht ganz vorne gut. Tausche ich hier mal noch, da steht er noch eins weiter vorne. Weil er ja schon links muss dann. So. Und zwei, drei, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, der würde theoretisch an den rankommen, falls er mit ihm sprechen kann. Ah, macht auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, perfekt. Okay, dann speichere ich nochmal. Und dann würde ich sagen, geht's los. Was? Die Rebellen sind im Schloss? Ah, nun gut. Gepanzerte Einheiten, fangt die Eindringlinge ab. Bogenschützen, verteidigt den Thron. Liebe geht und sammelt die Schätze ein, während ich vorbereite, um zurückzugreifen. Ihr habt eure Befehle. Lasst die Rebellen bloß in die Nähe dieses Raumes. Okay. So, Wendel darf die Tür aufmachen. Ah, die können beide sprechen. Dann nehme ich natürlich Marv, weil ich dann mit Julian lieber schnell vorrenne. Wow, echt? Ein Prinz, sagt ihr? Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich bin Rickard, nur eine kleine Nummer unter den Dieben, aber mir steht das in nach höherem. Ich bin hier eingebrochen, um das Schloss leer zu räumen, aber sie haben mich erwischt. Da ihr mich gerettet habt, schätze ich, ist es das Mindeste, dass ich euch zum Dank meine Dienste anbiete. Ja. Kann ich dir mit noch was geben? Achso. Geht nicht. Na gut. Dann mache ich hier mal die Truhe auf. Goldbeutel. Goldbeutel macht was? Kann ich mir nicht irgendwie jetzt angucken, was er da so für Zeug dabei hat? Ah, Speed Select. Jetzt weiß ich das auch. Wow, 10.000 Goldwert. Okay. Nicht schlecht. Und das war nur ein kleiner Goldbeutel. Also S wie Small, den Klammern dahinter.
sowas kommt denn dir als erstes entgegen? Als allererstes der Typ hier mit der Lanze. Der kommt mit dem Brand hin. Soll ich mich mal, mit wem kann ich denn schon mal dahin fliegen? Oder gehen oder was auch immer. Na gut, dann gehe ich mal mit Ogma hier auf das Feld. Speicher mal auf diesem Slot hier. So, habe ich sonst noch irgendwelche Speicherpunkte? Ja, da ist schon mal einer, okay. So, dann renne ich mal mit Bastrei davor. Mit Etrag. Allgemein renne ich einfach mal mit allen weiter vor. Heilen kann ich noch keinen, hat ja noch keiner was abbekommen. So. Alle da lang. Nein, noch eins weiter. Da ein Wolf. Frei und zum Schluss noch Rekord. Achso, ne, halt stimmt, da oben steht ja noch Rekord. Mit den blauen Haaren. Okay, die kommen jetzt schon mal alle angerannt. Ja, da oben natürlich der Dieb auch blöderweise. Der wird natürlich da oben die Truhe leer räumen als nächstes. Ich weiß nicht, ob er dann als nächstes wieder wegrennt. Könnte ich mir vorstellen, dann hatte ich vielleicht noch eine Chance, ihn einzuholen. So, bis wohin kommt der Bogenschütze hier? Bis da. Bogenschütze hat einen Angriff von 14. Trefferquote von 83. Bast hat Angriff, Verteidigung von 6, also noch 8 Schaden. Wahrscheinlichkeit von 71. Na, das will ich lieber nicht riskieren. Stelle ich mich hier hin. 2x11 mit der Stahlangst. Und noch ein Treffer. Sehr gut. So, dann stelle ich Etrag. Schlecht. Typ mit Magie. Angriff 9. Resistenz 0. 9 Schaden. Oh, blöd, blöd. Ich stelle mich mal hier hin mit Lena zum Heilen erstmal. Sieht schon blöd aus im Moment. Ich renne auf jeden Fall mal mit Wendel schnell hinterher. Dann könnte ich ja auch Kort noch gut gebrauchen. Wer jetzt auch ja ganz gute Resistenz, erstaunlicherweise. Genauso wie Shida. Allerdings stehen da oben Bogenschützen rum. Also stelle ich den mal hier hin. Wo stelle ich den hin? Da, hier. Achso, ja, ich habe ja nur den markiert. Dann stelle ich den mal hier hin. Mit der Lanze. So. Ansonsten kommt dann die zwei Bogenschützen hin. Oh je, ich glaube, ich hätte mir das vorher überlegen sollen. Angriff 14, Treffer 83. Ich habe hier Ausweichen von 8, also dort kommt rechnen 75 mit jeweils Schaden von 5, macht 10 Schaden. Hier kriege ich einen Schaden von 4, wäre dann 14. Hier bekomme ich 3 Schaden, macht 17 und hier nochmal 14 minus 9,5 macht 23. Ich habe 22 KP, großartig. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Mist, was mache ich jetzt? Ich kann ja mal. Hm.
Ich würde sagen, ich überlege mir mal für die nächste Folge nochmal was und nenne die Folge dann jetzt hier mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.